Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4 und zu der Höhle, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Oh Gott. Statuen, na klar. Steinstufen, na klar. Ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Oh, wie cool. Oh, ist das eine Tür? Oh je, ein Rätsel. Hier. Sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist. Was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tu will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Ja, knallhart. Zum Glück. Oh Gott. Meine Güte, jedes Mal hier so ein Abgrund. Oh, oh. Halte uns bitte, liebe... Oh, Brücke. Na los, Nathan. Lauf. Schon okay, sie hält. Los. Meine Güte, überall Abgründe. Oh, na toll, wieder zum Rutschen, oder? Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Sehr gut. Bisher rutschen können wir. Da geht's weiter. Da drüben auch, aber gehen wir erstmal da rein. Oh nein. Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Ein Rätsel. Das ist raffiniert. Kann man wohl sagen. Wie können wir das Rätsel bedienen? Noch ein Hebel. Ja, ich zieh noch schnell die Hand da raus. Oh. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Hilfe. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Oh je. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Wahrscheinlich müssen wir da den Eimer mit irgendwas befüllen. Lass mich raten, mit dem Wasser hier. Und dann müssen wir ihn irgendwie nach oben bringen. Gut, gib ihn mir hoch. Ein
So, also weit so gut schon mal. Ich stelle ihn zurück auf das große Rad. Wie hätte man das denn alleine schaffen sollen? Mal sehen, wofür die Räder sind. So, können wir es jetzt bedienen? Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Nathan. Bist du dir ganz sicher? Bis gerade schon. Ah, hier können wir das steuern. So, einmal das hier. Hey, warum hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay, Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Okay, das heißt, wir müssen jetzt das Dismas-Kreuz und den... Moment, wir haben doch hier dieses Symbol, wie es aussehen muss. Hey Sam, war Dismas Jesus links oben von Jesus? Und guckst du von vorne oder von hinten drauf? Dismas links, also der helle ist links von Jesus. War er links? Okay, das habe ich auch. Und das Kreuz steht für Jesus. Das heißt, wir müssen... Das hier und also auf die andere Seite. Also hier. Hier rüber. So. Das kann man hier lassen. Hier muss man das untere drehen, also das hier, oder? So, hier rüber. Moment, ich hab's glaube ich gleich sogar. Das muss noch einmal gedreht werden. Das ist jetzt natürlich doof. Moment, wenn ich das hier die beiden außen habe, dann muss ich das hier nur einmal drehen. Nee, das hier muss ich noch einmal drehen. So, die beiden sind jetzt schon mal so richtig. So. Das war das hier. Hier hinbringen. Und das jetzt noch einmal drehen. Nee, das hier noch einmal drehen. Okay, das muss es sein. Ja, sehe ich auch so. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Yes. Oder? Nathan, sieh mal. Passt es. Hey, siehst du? Nate Gulasch, kein Nate am Spieß. Sehr gut. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet?
einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Ja, der ging aber eigentlich. Das stimmt wirklich, der Test. Aber solche Drehrätsel, glaube ich, kann ich einigermaßen. Deswegen war sowas für mich noch nicht so schwer. Schwingen! Okay, dann müssen wir, glaube ich, hier hoch. Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. Okay, ich habe hier oben was für dich. Was denn? Ich versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer zu kommen. Gute Idee. Okay. Und so. Das war auch nicht so schwer. Oh oh. Die machen das einem echt nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Moment, wieso ist er denn schon oben? Ja, ich passe auf meinen Au. Echt jetzt? Was? Soll ich langsamer machen? Hier lang. Vielleicht hier durch? Ich sehe hier ein Licht. Okay. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Langsam kriegt man echt ein gutes Auge für. Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Fälle. Die Auktion war die sauberste Art, das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier?
finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Ja, es kann gut sein, natürlich, dass er das machen wollte. In welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Das muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Hm. Ja, noch zumindest ist hier niemand. Oh je. Yeah. Was haben wir denn hier? Oh, da glitzert was. Entschuldige bitte. Oh, voilà. So, hier dürfte es weitergehen. Kommen wir da hoch? Hm. Also wir kommen hier definitiv nicht alleine hoch. Zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt. Du besitzt ein Trampolin? Hm. Schön wär's. Oh nein. Oh je. Oh nein, wollte ich nicht. Da drüben, glaube ich, müssen wir lang. Guter Mann. Sam, ich müsste da mal hin. Oh, Sam, echt ernsthaft? Stehst du mir jetzt echt im Weg hier? Ich kann die Kiste nicht bewegen. Ach, Sam, ernsthaft? Sehr gut. Verdammt. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Jetzt ist die Frage, wo geht's lang hier? Also, das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Wow, was für ein Rätsel jetzt hier. Für die 400 Millionen Scheine. Ja, echt krass. Gut. Dann werde ich hier aber auch erstmal eine Pause machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, ciao, ciao.